Es war eine stürmische Nacht. Bei diesem Wetter möchte man keinen Hund vor die Tür schicken. Hey, wer ist da? Was für ein Wetter, mit einem Wort. Strömen! Ja, wenn der Winter kommt, wird es noch schlimmer sein. Wir sind tot. Dann bleiben wir zusammen. Der Hase und ich sind 200 Jahre zusammen. Wenn wir zu dritt sind, wird es viel einfacher sein. Ja, den Winter zu verbringen. Ja, es wäre aber schön, ein Haus zu bauen. Es wäre aber schön. Aber wir wissen nicht wie. So haben sie sich kennengelernt. Ja, dieser Regen hört nicht auf, bis der Hahn kräht. Was für ein... Hui, wo bin ich? Im Wald natürlich. Aber wie bist du? Hergekommen, ich bin auf Reisen. Ich fliege nach Süden. Ich habe es satt, auf einem Bauernhof zu leben. Der Bauer wollte Hannensuppe kochen. Und diese Hannensuppe macht mich... Weißt du was? Bleib mit uns denn über der... Und vielleicht Kinder. Weißt du... Wie man ein Haus baut. Ein Haus? Kinderlein, es ist einfach wie ein Ei. Und sie begannen zusammen zu leben und sich auf den Winter vorzubereiten. Der Bär hat ein Bienenhaus gebaut mit vielen Bienenstöcken, um im Winter Honigtee zu trinken. Der Wolf fängt Fische am Fluss, um sie zu räuchern und zu trocknen. Bewachte den Garten. Nun, Freunde, es wäre schön, eine Kuh ja, zu kaufen. Ja, ein Kuh ist gut. Milch. Butter. Fleisch. Da ist die Idee, Freunde. Aus Milch machen wir Butter, das wir im Winter essen können. Ja. Und sie beschlossen, eine Kuh zu kaufen. Na, du Hase, sei nicht traurig, während wir weg sind. Der Hase blieb, um das Haus zu kümmern. Sie verkaufen die gesamte Hühnergärte und auch 20 Bienenstöcke. Und sie kaufen eine Kuh. Jeden Morgen brachten der Wolf und der Hase die Kuh auf die Weide. Schöpften die Sahne aus der Milch und schüttelten sie zu Butter. Nein. Dieses Butter, meine Freunde, wird am besten auf den Dachboden gelagert. Man darf es jetzt anfassen? Niemand! Im Winter werden wir es nach und nach verwenden und braten Kartoffelchen dein Braten. Wenn der Winter kommt, werden wir probieren. Bis dahin, nein. Und fahrt nicht mal. Ja, natürlich. Regeln sind notwendig. Am Ende des Herbstes, sie hatten einen Topf voller Butter. Hallo, meine Lieben, guten Abend. Woher? Kommst du? Ich bin eine verwaiste Fuß, ganz allein auf der Welt. Ich kann nirgendwo hin und alles, was ich besitze, ist nur ein leer Kuh. Kann ich bitte bleiben und mit euch leben? Ja, es ist schwer, allein zu leben. Ja, genau. Der Hase und ich sind 200 Jahre zusammen. Wie Pech und Schwefel! Nun, dann bleib bei uns, Fuchs. Es ist bekannt, meine Freunde, das Kollektiv ist eine große Kraft. Und so begann die Fuchs mit ihnen zu leben. Sie hat sich sehr nett und freundlich verhalten, versuchte es allen recht zu machen.
kommt der große böse Wolf und wand dich in die Seite. Wieso ist er immer der Wolf schuldig? Ja, Schnee. Vielleicht ist es schon Zeit, unsere Butter vom Dachboden zu holen. Wir sollen definitiv nicht eilig sein. Es ist noch nicht Winter. Es ist zu früh. Und morgen könnten wir... Wenn morgen kommt, werden wir wieder darüber nachdenken. So hat die Fuchs von der Butter erfahren. Butter. Sie werden keine Butter bekommen. Hey, ist die Wausenfuchs zu Hause? Sie ist zu Hause. Sie wird zurück bald sein. Sage, sie soll zu den Dachsen auf einen Geburtstagparty kommen, einen Namen für das Baby auszudenken. Wir werden es sagen, ganz bestimmt. Fuchschen, du wurdest eingeladen, einen Namen für den Dachsjunges auszudenken. Ach, gut, dann sollte ich gehen. Das ist ihre Geburtstagparty. Ich habe sie ausgetrickst. Die Fuchs hatte eine große trockene Baumhöhle entdeckt und die Butter dort versteckt. Also, was hast du dort gegessen? Gebratenen Fischkuchen mit Füllung und geschmolzene Butter. Und welchen Namen hast du dem? Dem Dachsjungen gegeben. Am nächsten Tag sagte die Fuchs: Ich war mal wieder zu einer Geburtstagparty eingeladen. Welchen Namen hast du diesmal gewählt? Mittel. Und am dritten Tag nahm die Fuchs den letzten Teil der Butter. Nun, wie heißt das heutige Baby? Schluss. Endlich kam der echte Winter. Vielleicht ist es heute der Zeit, unsere Butter zu essen. Es ist schon... Klingst du befällig? Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. Hey Fuchs, hol die Butter vom Dachboden her. Dann wurde der Fuchs schlau und zwielichtig. Ach, so habe ich mein ganzes Leben nicht noch geklettert. Oh, es ist so schwer. Meine Beine halten mich nicht. Ich fürchte, dass ich hinfallen werde. Oh, hier gibt es keine Butter. Aber wo ist die Butter? Dies ist ein geheimnisvoller Vorfall. Ich wollte diese Butter essen. Es ist notwendig, den Dieb sofort zu finden und ihn zu bestrafen. Ja, finden und bestrafen. Ja, genau, aber wie? Lass uns ein großes Feuer machen und uns darum herumlegen. Der Bauch desjenigen, der unsere Butter gegessen hat, wird wegen der Hitze etwas ausschwitzen. Aus dem Bauch? Einfach wie ein Ei. Wachen Sie auf! Seht mal, was ist das? Du bist das also? Seht mal! Das ist der unsere Butter gegessen hat! Oh, wie ist das passiert? Problem, Hilfe! Ich habe eure Butter nicht gegessen! Wie hast du nicht gegessen? Und was ist das denn? Hier ist es, unsere Butter! Nein, ich habe es nicht gegessen. Glaub mir, meine Freunde. Wir sollen es noch einmal überprüfen. Nichts musste überprüft werden. Alles ist klar. Wir müssen es nicht überprüfen. Alles sollte immer doppelt überprüft werden. Bestimmt. Kommt alle näher ans Feuer. Ich habe eure Butter nicht gegessen. Ich habe es nicht gegessen. Habe ich es nicht gesagt? Der hat unsere Butter gegessen.
Aber wie kann es sein? Weg! Verschwinde morgen aus unserem Hof! Bär! Wir brauchen ja keine Diebe. Wofür? Ich habe es nicht gegessen. Ich bin ein Fremder unter meinem geworden. Aus unserem Hof. Los, los, verschwinde von hier. Los, los, raus. Sieht mal, hat sich angewöhnt, unsere Butter zu stehlen. Die Schneeschaufeln? Ja, und wir gehen. Holzhacken! Die Fuchs bestraft, weil sie schlau und gierig war.